Okay, dann gucken wir uns doch mal die nächsten Aufgaben an. 3 Ladungen Bier produzieren. Ah, hätte ich mal die Bierproduktion gekauft, ne? Wir müssen jetzt also entweder neu gründen, wäre eine Möglichkeit, oder kaufen. Wahrscheinlich ist Neugründen momentan billig, weil die einzige Bierfabrik, die ist halt schon gut im Geschäft, die ist bestimmt teuer. 2 Städte gründen, eine haben wir schon, eine zweite, und insgesamt 375.000, das heißt noch 100.000. Also das wären jetzt 2 50er-Städte, die gibt es glaube ich nicht. Ne? Wichita hat 60, das heißt, das sind so 3 Stück sind 40, glaube ich. Ne? Das haben wir halt nicht. Wir können natürlich die Städte weiterhin wachsen lassen. Das sollten wir einfach machen. Für Kohle, Albuquerque, Lubbock, Dallas. Kann ich aber nicht erwerben. Das ist natürlich blöd. Also das wäre jetzt... Mann, ich muss mal da drauf kriegen. Ideal... wenn man das machen könnte, aber das heißt, wir müssen... Cheyenne könnte auch gegründet werden. Haben wir hier hinten noch eine Stadt? Nein. Wenn wir Cheyenne gründen wollen würden, hier könnten wir das Bier kaufen. Und die zahlen auch die Anschlussprämie. Brauerei. Ja. Weil, wir können gucken. Ich sage erstmal nein. Wo könnte ich... Hier ist der einfachste Weg, glaube ich, da. Ah, oh, es ist nicht. Neue Produktion. Bier. Brauerei kostet halt 400. Ne? Die Baukosten sind hoch. Aber im Betrieb kaufen. Und dann gucken wir mal. Moment. Da gibt es doch was von... Jetzt hätte ich beinahe irgendwie... nein. Haben wir eine Option? Ja, dann hätten wir einen Bonus. Was ist das? Transport? Nein. Da gibt es so... Nee. Nee, ich glaube, das, ich könnte auch die Tasten benutzen, sorry. Also das, nee, das, ja. Und nein, nein. Ja, dann müsste ich aber wieder Geld investieren und die kaufen. Das, nee, mach ich noch nicht. Später. Saboteure brauchen wir nicht, Restwert brauchen wir nicht. Transporterlös für Post, ja, damit fangen wir ja jetzt an. Und Auktion billiger hier. Und was ist das nochmal? Ticketpreise für Passagiere, ja, perfekt. Nehmen wir mal so für die Einkünfte. Wir haben das Bier noch nicht erworben, das machen wir jetzt. Das wollte ja niemand außer dir. Aber wenigstens war es günstig. Eben. 221.000 nur bezahlt. Das ist eine ausgezeichnete Sache. Und dann schließen wir den hier an unser Streckennetz an. Und zwar... Naja, wer weiß. Naja, in Dodge City machen wir auch Bier. Denver macht Bier. Denn wenn Cheyenne gegründet wird, machen die wieder Fleisch. Das heißt, wir wollen... naja, schon so in die Richtung fahren. Aber andererseits würde ich es halt schon Richtung Getreidehauch anschließen, an meinen Getreidebahnhof, aber letztendlich... Ach, was soll's, einfach rein. So, können wir uns das hier leisten? Ja, können wir. Wir machen es aber so. So. Oh, was? Kann nicht gebaut werden? Warum nicht? Von Gebäude blockiert, na sage mal. Von sich selbst wahrscheinlich. Jetzt haben wir hier aber sowas und dann so. Das ist 83.000. Okay, dann ist das angeschlossen, aber wir müssen... Das gibt nicht gleich Geld, ne? Wir müssen Sachen transportieren. Hier ein Wartungsgebäude haben wir nicht. Baue ich es hier. Eine Zuglinie. Nee, das geht noch nicht. Doch, geht. Gemischt. Nee, das kann eine Frachtlok sein. Ich gucke nochmal. Der Kühlwagen war für...
Getreide und nicht, also genau, war eher für die kalten Sachen. Wir haben das, dann kriegen die Mais und Getreide, die brauchen Holz. Ist halt Collins, ne? Wir haben ja eine Verbindung hier. Das heißt, wir machen hier eine Lagerhalle für Holz. Wir nehmen auch... Produzieren die denn? Oma macht doch Fleisch, ja, perfekt. Und Holz und Milch können wir von hier bekommen. Ich glaube, es reicht erstmal. Aber das heißt, wir müssen den Zug hier, der die Panne hat. Miller Station, das ist der, der hier immer hin und her fährt, ne? Der hält überall. Miller, Jones, Collins. Jones, Collins, Omaha. Collins, Jones. Der muss jetzt immer anhalten, damit er halt die Sachen mitnimmt. Wir haben schon drei Züge hier gemischt. Wir brauchen aber in Wirklichkeit hier die Frachtlok. Ist die zuverlässiger? Der hat 122, die hat nur 111. Ja, ja, doch, ich glaube, das ist besser. Und vielleicht noch ein Zug mehr? Naja, wir werden sehen. Omaha hat hier eine Wartung. Und Miller vielleicht eine Wartung. Ja. Miller kriegt eine Wartung. Miller kriegt auch ein Gleis dazu, wo die dann stehen können. Oh, er ist nicht gelöscht worden. Super. halt. Wir müssen noch die Richtung... So, der wartet auf den. Warum? Achso, weil er hier das Gleis kreuzt. Na gut, wir machen. Auf welcher Seite haben wir das hier? Noch sowas. Okay. Bier. Darum geht's. Northblatt ist geschrumpft. Oh no. Aber sie kriegen doch jetzt alles. Ist alles auf dem Weg. Holz noch nicht. Fleisch kriegen sie. Zucker und Stoffe wird schwierig. Es sei denn, wir haben in Omaha ein Lagerhaus für Stoffe. Dann kriegen die auch das. Und Stoffe kriegen die aus Kansas. Omaha, Kansas City. Wo ist der andere? Ja, der fährt jetzt in leer. Die sind ausgelastet. Das heißt, die... Ups. What? Ja. Moment. Eine Panne? Kann es sein, dass du die Technik nicht im Griff hast? Werde ich hier etwas sabotiert? Schweinerei. Omaha, Kansas City, ja doch. Aber wieso ist, sind hier Züge null? Hä? Problem mit Route, ja. Hä? Was ist denn passiert? Mehrere Züge warten auf Einsetzung. Das ist so, als wenn ich... Ja, das meine ich, ne? Also, hä? Die ganze Linie bitte weg. Die hier bearbeiten. Verstehe, was ich meine? Das hat irgendwas mit dem... Also irgendwas ist in dieser Ecke an Omaha kaputt. Das hat immer noch damit zu tun, dass ich ja hier auch die Gleise nicht bauen konnte. Ganz merkwürdige Sache. Wirklich merkwürdig. So, aber wir machen, wir lassen den da schnell wegfahren. Jo, wahrscheinlich ist jetzt
Nicht wieder so. Nee, okay, Katz bauen. Oh, er macht wieder keine Parallelgleise aus irgendeinem Grund. Ah, Mann, oh ey. Halt. Weil er. Oh. Naja, aber das ist doch nicht parallel. Hallo? Schnappen wir uns den? Ich sag, hier ist irgendwas hier faul in der Ecke. Aber das geht jetzt. Das geht auch. Natürlich direkt hier am Bahnübergang, ne? Weil der muss ja auch aufgefüllt werden mit. Und machen die dann hier mit den Pferdewagen. So, und dann fährt es hier in die Richtung. Und jetzt ist die Strecke komplett zweigleisig. Sehr gut. So. Na, jetzt kann ich den bearbeiten und sagen, wir machen mehr. Das heißt, der hier kann weg. Ah, der ist jetzt schon. Ist egal. Ist egal. Lieber so als dann da zwei Linien zu haben. So, Panne wegen Wartung benötigt. Ich sag, ne, Denver Express, das ist nicht in Ordnung. Wir brauchen in Denver das Wartungsding. Und der bekommt aber die Grenze 70. Nur hier, ne? Alle anderen können ja erstmal auf 60 bleiben. So, das haben wir hier mal Produktion gekauft. Das schrumpft, aber das wird, wie gesagt, besser. Wir können hier mal ins Lagerhaus gucken. Noch haben wir hier nichts inbound. Das kommt vielleicht mit dem, ne? Der fährt jetzt Miller Station an. Frage ich mich, warum. Müsste er nicht in Collins anhalten? Und wir sollten, glaube ich, die Bahnhöfe, wenn hier so viel gefahren wird, auch erweitern. Ja, da gucken wir mal, was ja. Aber ich meine, es steht ja da, Miller Station, ne? Der ist jetzt einfach durchgefahren, der anstatt Holz mitzunehmen. Kann man das einstellen, wo er. Nee, ne? Dem Zug selber kann ich nicht sagen, dass er einen anderen Halt nehmen soll. Da müssen wir jetzt durch. So, andere Aufgabe. Bierproduktion läuft. Noch eine Stadt gründen. Dann bin ich für Cheyenne. Ich weiß nicht genau. Wir hätten. Ja, wir haben eigentlich alles in der Nähe. Getreide, Holz, Fleisch ist halt wie immer ein Problem. Aber wenn wir das aus Omaha holen würden, das hätte dann alles einmal hier rüber nach Cheyenne. Was kostet das? 400.000? Auf ein Häkchen zu drücken, um Fenster wegzumachen, ist halt einfach ein Fehler im User-Interface. Geht nicht. Haben wir noch eine andere Stadt? Das hier würde 250 kaufen und wir müssten Oklahoma gründen. Und das wäre sogar noch dichter dran. Nicht am Holz. Andererseits ist es auch nicht weiter weg als Dodge City, also komm. Gründen wir Oklahoma und von hier aus nach Dallas ist auch dann der nächste Schritt vielleicht. Aber vielleicht müssen wir es auch hier in unserem
Gebiet machen, ohne dass wir auf Dallas und so weiter zugreifen können. Also diese 375.000 meine ich. Die Aufgabe. So, dann. Ja, wir wollen schon durch Wichita durch. Oder kriegen wir jetzt noch woanders? Wir könnten Holz hier holen. Hier gibt es dann später irgendwas oder Privatbesitz? Hm, sieht nach Öl aus. Okay. Ja, also dann. Ich hätte auch was vergessen, oh Mann. Dann machen wir jetzt so. Laceball. Ah, komm schon. Ach, und dann. Ach, sind jetzt auch nicht alle drei. Hä, das ist ja doof. Verdammt. Wenn die. Ach, wenn die alle wieder abreißen. Also, wenn man mehrere Planungen hat. Das ist, glaube ich, besser. Wenn ich jetzt das nächste mache, macht er mir wieder Planung Nummer. Ah ne, jetzt bleibt er bei 2. Okay, wenn ich einmal im Fenster bleibe, dann ist das okay. Ich dachte, er geht immer wieder auf 1 zurück. So, dann haben wir nämlich das. Und kann so bleiben. Wobei die Verbindung Dodge City ist eher traurig. Ne? Wir müssten. Also ich sag trotzdem, kann so bleiben. Aber wir müssen, glaube ich, ein paar Verbindungen. Wir haben die Getreidelieferung ist noch, ne? Oder habe ich die alle gelöscht? Oh Gott. Mache ich gleich. Kommt gleich. Ich wollte eigentlich das hier abreißen. Dann wieder neu bauen. Dann haben wir hier den Eingang in die Stadt. Ach so. Also wenn ich es irgendwann sowieso aufrüsten will, dann wäre es glaube ich ganz gut, den Teil hier jetzt zu machen. Telefon dann, du. So, erledigt. Kann man bauen. Und dann. Also meine Überlegung war jetzt hier. Achso, Moment. Hey, das haben wir ja hier. Den da zu schließen, aber dann muss der eigentlich hier hin. Das kostet dann mehr als ich. Oh, ich habe sowieso kein Geld. Verdammt. Kriegen wir eine Anleihe? Wir sind doch reich inzwischen. Ja, nicht. Ist das, was wir. Achso, ist da hinten. Wäre schon gut, ne, wenn wir das nachher noch brauchen. Ja, kriegen wir das weg? Kriegen wir nicht. Was hatten wir hier? Ja, okay, also die sind ja dabei. So, hier haben wir einen Zug, der ausgelastet ist. Topeka, wie sieht die? Wie sieht denn die Gleisauslastung aus? Da ist noch ein bisschen Luft. In den Bahnhöfen könnte es halt voll sein, ne? Geht aber auch noch. Ich weiß immer nicht, ob in dieser Prozentzahl der Aufenthalt der Züge mit berechnet ist. Ja. So, 100.000. Was haben wir hier? Schon wieder eine Panne. Clarkstop, Kansas. Das ist halt, warum ist der überhaupt hier, der Zug? Vielleicht währenddessen der. Wir gucken. Ja, doch. Oh no, ich hab. Ja, kannst du schon denken. Vergessen die Dinger zu setzen. Als sie die zweigleisig machen. Oh Mann. Okay, ja, jetzt können wir die nochmal anklicken. Jetzt fährt er wieder den kurzen Weg.
Wir brauchen 168. Oklahoma. Hm. Naja, plus die Züge, die halt den Quatsch da bringen. Ich würde tatsächlich wieder genauso machen wie mit Dodge City. Achso, und Dodge City braucht natürlich alles. Ihren Zucker kriegen sie so, ne, mit Pferdewagen. Aber wie machen wir das?